Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, letzte Folge haben wir den Wagen mit dem Zahnriemen und dem Getriebeproblem wieder gemacht und den mit dem Mittelschalldämpfer. Diese Folge will ich mal in der Kampagne weiterkommen. Und aus dem Grund werde ich mir jetzt hier Royale Bianco holen. Das ist ein Kampagnenfahrzeug. Damit wir da auch mal weiterkommen, ne? So, Roadmaster. Nice. Was gibt's denn hier zu tun? Ach du Scheiße, ich fäng. Kunde Roadmaster. Yo, Alter. Ah ja. Okay, Alter. Ich bin der Roadmaster, so nennt man mich im Internet. Ich bin der King of the Road, zumindest in PC-Spielen. Ah ja. Das wird doch, denke ich mal, dabei bleiben. Letzte Woche habe ich mir ein Auto gekauft. Damit kann ich nun allen zeigen, was ich auf einer echten Straße drauf habe. Bitte schau mal nach den Felgen, damit stimmt was nicht. Ach ja, und irgendwas klopft im Motor. Das müsste auch geprüft werden. Bis dann, Bro. Ja, wüsste ich aber, dass ich ein Bro bin, aber bing, bing, ja, wird okay. Ja, irgendwas klopft im Motor. Felgenschrott. Ja, die Felgen sind schon. Dann gucken wir doch mal. Aber auf die Bühne mit dem. Was soll ich denn da jetzt? Andere Felgen drauf machen oder? Machen wir die Kiste mal von unten eben an. Ja, wir machen erstmal die Felgen ab. King of the Road mit Allwetterreifen. Ich denke nicht. Allwetterreifen. Jürgen, mit der Nummer wirst du aber nicht King of the Road. Das kann ich aber mal versprechen. Ja. So. Ja, die ist schon mal runter. Lassen, die muss ich ja eh demontieren hier. Reifen abziehen. Oh mein Gott, die sind ja wirklich Schrott. Ja, bitte demontieren. Nach vorne. Oh, jatte. Was für ein Trümmer. Frage, müssen das die gleichen Felgen sein oder können das auch andere Felgen sein? Ziehen wir mal ab. Oh, ich habe schon wieder zwei Kisten bekommen. So, Moment, wir können erstmal den ganzen Schrott hier noch verkaufen, damit das mal. $75 kriege ich noch für das Getriebe, ja, schön. Nehmen wir. $12 für den Riemen, okay. Oh, weg den Müll. So, die Reifen sind noch in Ordnung, ich denke mal.
sagt er denn hier? Damit kann ich nur eine, ja, muss ich auch mal nach den Felgen, aber stimmt das nicht. Da müssen wir doch mal gucken. Felgen. Achso, ne, warte mal. Das hat eine von der Reifengröße drauf. Was ist denn das für eine? Felge Corona 17 Zoll ET0. Okay. ET0. Felge Corona, wo sind die? Corona. Da. 20 Dollar. Könnte ich auch andere da drauf machen oder ist das egal? Kann ich bitte mal andere drauf machen? Schön, aber 200. Was denn hier? Ist nicht, nichts wirklich schön, ne? Kann ich hier irgendwie nach Preis sortieren oder so? Was haben wir denn hier? Die Frage, die ich mir stelle, ist, passen die denn da drauf oder was? Oder? Komm, weißt du was? Scheiß drauf. Für den Hayopai. Dann kriegst du so eine. Hier. Corona. 4 Stück. 17 Zoll. Toll. ET0. Moment. Was hol ich mit 5? 17 Zoll. ET0. 4. Ja, passt. Nehmen wir. Gekauft. So. Und dann irgendwas klopft im Motor. Ich sehe schon wieder den Motor sehen, da kann ich schon wieder rein. Jetzt weiß ich, was hier klopft. Der Riemenspanner muss schon mal weg. Definitiv. Dann ist. Was ist denn mit dem Riemen hier? Oh ja, der hat. Der ist ja auch hinüber. Der auch. Der ist ja in Ordnung. So, das ist der. Kann nach der Demo. Okay, ja, zurück. Ah, hier ist auch noch eine Umlenkrolle. Krieg ich weg? Nein, krieg ich nicht. Der muss zuerst runter. Der muss runter. Die muss auf jeden Fall runter. So, das sieht alles noch gut aus. Sonst irgendwas, was hier irgendwie nicht mehr so prickelnd aussieht. Scheiß Kühler vor der Fassung. Ich glaube es nicht. Gut, okay, das sieht aber ganz gut aus. Dann schauen wir mal, haben wir alles gefunden? Nein, haben wir natürlich nicht. Riemenspanner. Na herrlich. Was könnte denn da noch defekt sein? Aber danach. Nach der Demontage geprüft werden, was für eine Demontage. Ach komm, weißt du was? Was soll der Geiz? Runter mit dem Ding. Das Ding auch noch runter. 89%. Und
Ah ja, so, Freunde der Sonne, was haben wir denn hier? Wie sieht denn der Riemen hier aus? 70%. 90%, 90%, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Was ist mit dem Ding? Hey. Gut, wollte ich jetzt nicht unbedingt abschrauben, sondern eigentlich noch. Ja, dann mach's damit. Mal prüfen. Ja, gut, schauen wir mal. Was klopft denn hier? Mal ab. 69%, die sind noch in Ordnung. Und runter damit. Also die Nocken sehen noch gut aus. Nocken sehen noch Jodus. So. Räume Dinger an. Zündspulen. Zack, zack, zack. So. Okay, irgendwas haben wir noch nicht gefunden. Ach ja, dann klopft der Motor. Das muss auch geprüft werden. Was klopft im Motor? Mach mal hoch die Kiste. Mach ich mal eine Einkaufsliste. Und zwar brauchen wir einen neuen Riemenspanner, einen neuen Riemen, eine neue Umlenkrolle und so einen Riemen brauchen wir noch. Der Rest kann verwendet werden. Was hatte der für eine Dingens? Hallo, der Ersatz sagt so schon 100%, ja moin. Okay. Ah ja. Da war noch was, stimmt. Eine Trophäe erhalten. Ja, das hätte ich doch bekommen. So, jetzt mal gucken hier. Die sehen gut aus. Das sieht aber alles gut aus hier, ne? Die Pleulagerdeckel, die sehen gut aus, und die Kurbelwellenlagerdeckel sehen gut aus. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass da dann nicht liegt. Könnte denn noch im Motor klopfen? Was hat der jetzt mit dem Fußerbund, Alter? Was könnte denn noch klopfen? Oder sind die Kolben im Arsch? Die sehen auch gut aus. Was könnte das sein? Lass mal runter die Kiste hier.
Aus irgendeinem Grund hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich doch hier die ganzen Mist wieder auseinanderbauen muss. Wieder dran. Verdammte Hacke. Ich muss den Mist doch nochmal rausnehmen. Ah, was sagen wir denn, die Zündkerze? Darum liegt es auch nicht. Daran liegt es auch nicht. Ich muss doch jetzt nicht hier den ganzen Mist auseinandernehmen, oder was? Das wäre schlecht. Das wäre bei uns auch noch schlecht. Runter damit. Ach, das kann man ab. Drosselklappe runter, unser Kummer runter. Das ist auch in Ordnung. Kann ich jetzt echt wegen der Zündkerzen den Zylinderkopf nicht runternehmen oder was? Okay. Da wollen wir doch mal da runter gucken. Oh ja. Kann ich hier irgendwie prüfen? Kann mit dem Kompressionstester geprüft werden. Habe ich den? Druckmanometer, OBD, Kompressionsprüfer. Ey, moin. Der Motor ist nicht komplett. Oh. Ernsthaft jetzt? Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich baue das zusammen und probiere das mit dem Kompressionsprüfer. Und baue es gegebenenfalls wieder auseinander, weil wenn das kaputt ist. Oder ich baue es jetzt auseinander. Kriegst du am Ende wieder nicht zusammen. Okay, machen wir was anderes. Probieren wir es aus. Bauen wir ein bisschen Mist wieder zusammen. Ey, das ist echt anders nervig.
Stamp was more of money. I get you. Das muss ich nicht zusammenbauen wieder. Moin. Das war es doch mal wieder an dieser Stelle komplett. Bauen wir es mal wieder zusammen. Irgendwas. Machen wir zusammen hier die Bude. Halt, Moment. Mach ihn mal auf. Nehmen da drauf. Das nehmen da drauf. Wie komplett muss der denn sein? Das ist ja hier. Schnell, nächste Frage. Rein damit. Na. Rein damit. Und. Na. Das kommen wir wieder dran. Das hätte ich vielleicht vorher mal prüfen sollen, ne? Wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Oh, komm, ernsthaft? Ich muss jetzt echt den ganzen Scheiß wieder zusammensetzen? Um das zu prüfen? Ah, nee, nicht. Halt, stopp, zurück. Toll, der ganze Wagen frisst eine ganze Folge. Ich muss die Reifen noch montieren und wieder auf, also aufziehen und wieder montieren. Die Teile hier noch bestellen. Ich das Öl dann wieder drunter setzen. Auf die Hütte. Hoch die Hütte. Zack. Öl dann rein. So, jetzt sag mir aber bitte nicht, ich muss die ganzen Müll da jetzt hier auch noch anschließen. Zack. Ah. Okay. Dann machen wir das jetzt mal anders. Hatte ich die Teile schon gekauft? Nein. Hab ich noch nicht, oder? Moment, hab ich nicht einen Spanner gekauft hier? Ah ja, das war das andere Auto. So, auf die Einkaufsliste und das war's. So. Shopping. Zurück. Das. So. Ja, das war's da auch an dieser Stelle mal wieder völlig komplett scheiße. Das sind immer die gleichen Teile. Ich habe das schon mal okay. Dann machen wir es so. Riemen. Keilriemen. R4A Typ A und B. R4A Typ A. Und Typ B. Riemenspanner. Und eine Umlenkrolle Typ A. Rolle. Die. Dankeschön. Ah, ne, da wollte ich nicht dran.
wieder drauf. Den Riemenspanner da drauf. Ja, leck mich doch am Arsch. Was denn, fehlt denn da noch? Montage von Teilen. Was fehlt denn jetzt? Hallo? Wieso kann ich hier kein Öl reinfüllen? Schon mal fürs. Was ist das hier? Was fehlt denn? Was haben wir denn jetzt hier noch? Frische Teile hier. Na ja, moin. Kraftstofffilter. Den die Flasche einbauen. Ja, den Kraftstofffilter. Zeug. Keiner mit. So, jetzt aber. Jetzt durfte er doch komplett sein. Ah, geht doch. Wow, jetzt bin ich auch nicht schlauer. Kurbel wir das, ist alles in Ordnung. Alter, warum kann ich denn hier kein Öl einfüllen? Was soll denn der Schwachsinn? Roadmaster, du Figur. Ja, bist du für eine Pfeife, ey? Ernsthaft? Was hast du hier für einen Schrotthaufen gekauft? Was fehlt denn jetzt hier noch? Nicht. Geh mir nicht um den Zeiger. Diese Dreckskiste jetzt hier. Komm, was ist montiert? Was ist mit die Rede? Lass mal schon das Reifen hochgelegt, Leute. Ich bin ja wieder ein Sack hier, ey. Zusammensetzen. Ja, komm, neue Pelle. Zack, ein Schrott da drauf. Alter Scheiße. Nehmen, benutzen. Und ab dafür. Was hab ich denn hier? Warum haben die eigentlich alle Einpresstiefe 0? Na, der Quatsch. Warum kann ich... Warum kann ich da kein Öl einfüllen? Interessieren, oder? Nimm zusammen und ab dafür. Achso, wuchten durch den Mist ja auch noch. Scheiße. Reifen montieren ist ja echt nervig, ne? Ja, wuchte raus, komm. Hau rein jetzt. Ja, mach. Voran jetzt, ja. Woran könnte das liegen? Was könnte da noch fehlen? Ernsthaft. Was könnte da noch fehlen?
verstehe. Das hat nichts mit dem Öl zu tun. So, letzte Pelle. Ja, irgendwas stimmt da noch nicht, aber was? Klopfen im Motorraum. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Das ist jetzt ganz einfach. Ich stell die Gurke jetzt hier wieder hin. Mache ein Folgenpäuschen und überlege nochmal, was an diesem Auto noch defekt sein könnte. Was ist das überhaupt? Ein Fiat, ne? Ein Punto. Kauft sich aus. Pelle. Stellplatz. Da muss ich erstmal überlegen, was da noch kaputt sein könnte. Naja, egal. Die Felgen sind drauf, der Rost ist nach wie vor da. Junge, Junge, Junge. Das Auto lohnt sich nach vorne und hinten, ist ja neue Felgen zu kaufen. Ja, wie gesagt, da fehlt noch ein Punkt. Und egal. Wir machen jetzt erstmal hier ein Folgenpäuschen. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir da irgendwie ja, das rauskriegen können. Vielleicht habt ihr eine Idee, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.